Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, nachdem sich jetzt hier alles beruhigt hat. Und zwar ist im Hintergrund ein Programm aufgegangen, das ich mir wohl irgendwie runtergeladen haben muss. Und das hat dafür gesorgt, dass meine Maus hier halt in dem Programm aufgegangen hat und ich nicht weiterspielen konnte. Was wollte ich eigentlich tun? Jetzt bin ich total raus. Ach Mist, ich hasse sowas. Wir waren beim Bäumepflanzen. Hier wollte ich keine Pflanzen, hier wollte ich noch keine Pflanzen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich den Berg da oben erstmal weiter bauen, ne? Das wird wahrscheinlich das nächste sein, was wir jetzt angehen. Moment, vorher tue ich natürlich noch die Wiederschlachten. Ich gehe durch unseren neuen geilen Gang hier. Sieht irgendwie cool aus, würde ich sagen. Da kann ich ja theoretisch eigentlich auch. Hier kommt ja eh nichts mehr hin sonst. Da kann ich ja auch hier ein paar Bäumchen hinpflanzen. Und dann gehen wir nach unten, aber ich würde da lieber... Moment, nehmen wir mal was anderes. Habe ich hier noch? Nicht. Nehme ich heute die Faust. So, Faust. Moment, das Problem wird geklärt. Wir sind dabei, eine Lösung zu schaffen, mit der niemand glücklich ist, aber alle zufrieden. Was? Das gibt keinen Sinn. So, nehmen wir uns halt ein Holzschwert. So, jetzt können wir hier nämlich auch nicht draufbauen. Die meisten Hühner sind erwachsen, der Rest, der dann nicht erwachsen ist. Tja, dann ist er halt nicht erwachsen, ist mir auch relativ egal. So, weg. So, da ist jetzt nur noch ein Junge. Hier mal ein bisschen drauf. Wenn wir Glück haben, erreichen wir Level 30. Obwohl das natürlich auch relativ egal ist, weil ich will ja... Obwohl, ich will auch eine Axt verzaubern. Wir müssen auf jeden Fall unsere... Spitzhacke und eine Verzauberung ist am wichtigsten. Je nachdem, wie teuer das wird. Und ansonsten werden wir ja mal schauen, wie teuer die Axt ist. Und wenn beides unnütz ist, weil die Axt ist jetzt nicht so richtig. Meine Axt soll nur schnell funktionieren, das war's dann. Da brauchst du meine Axt nicht. So, du stirbst noch und du stirbst. Touché. Oh geil, so ein Schwertkämpfer so. Touché. Also nicht, weißt du wie. Egal, bitter erzählen und so. Liegt mir nicht so gut, weißt du. Hört auf, vor meiner Nase zu wachsen, das macht mir Angst. Und wo stopfst du mir die Nase? Ist auch scheiße, also kuschelt sich mit so einem lieben, kleinen, süßen Küken, ne? Und auf einmal wächst das von deiner Nase. Was machst du da? Das ist auch scheiße. Stehst du da, hast nur in der Nase. Wahrscheinlich dann mit dem Kopf direkt drinne. Und so... So. Dann schaffe ich... Das ist schwachsinnig, ich wollte gar nicht wegschaffen, den Kletterradatsch. Den Kletterradatsch schaffen wir in die Kletterradatschkisten und dann... Klatscht es Ratsch. So, hier kommt nur Eier rein. Ist gut gesagt, aber... Ach du Scheiße. Ein Schwerter, siehst du mal. Da kommt hier Fleisch rein. Klasse. Wäre hier theoretisch... Wo ist ein Bogen? Kurz mal schauen, ich habe auch keine Diamanten dabei, das heißt, ich müsste mir erst Diamanten holen. Und da wir ins Lager müssen, passt das eigentlich ganz gut.
Bei dem Lager habe ich ja gar nicht mehr. Das ist kompliziert jetzt. Oh, krass. Wie das Selektium. Ob ich jetzt Mega-Lack habe, wenn ich hier runterspringe? Löss hat sich eingegessen, ist nicht mehr so schlimm. Schwarze Diamanten sind hier. So. Diamanten. Diamanten, Diamanten, Diamanten. Alles ist drin. So. Nehme ich mal die hier noch mit. Dann packe ich jetzt mal hier den ganzen Mist, den ich gefunden habe, rein. Ich kann ja unten bei der Monsterfalle in das Ding reingehen. Und hier müssen wir eher anders machen, von daher passt es schon. So, weiter geht's, komm hier. Den zweiten Bogen habe ich ja leider gerade nicht mit, deswegen kann ich das nicht testen. Aber den Rest können wir testen. Nee, ist die falsche. Diamantspitzhacke. Ein Diamant, zwei Diamanten, drei Diamanten. Was ist denn das? Haltbarkeit, Effizienz. Effizienz, Haltbarkeit, Behutsamkeit. Das heißt, eine schnellere ist das. Okay. Dann ist das vielleicht doch gar nicht so wichtig, wenn das so eine schnellere ist. Sonst war es nur eine spezielle gewesen. Effizienz 4 könnte ich eventuell mit der hier korrigieren. Das ist ja aber zu teuer. Schade eigentlich. Ich brauche nur die Effizienz. Gut, und gerne, so brauche ich eigentlich gar nicht, aber das ist anscheinend zu teuer. Moment, wir gucken mal. Ja, okay, das lohnt sich absolut gar nicht. Aber die Effizienz 4 schaffen würde sich eventuell lohnen. Kommt drauf an, wie... Nee, dann auch nicht. Das brauche ich nicht machen. Das ist zu teuer. Ja, manchmal, es ging ja nicht mehr, gell? Doch, 21... 26 Schärfe 5 Rückstoß 2. So billig nur? Okay. Dann machen wir das Schwert als nächstes. Und sparen dann auf eine neue Angel, dass wir die Angeln zwischendurch dann mal machen. Wenn wir die Angeln einmal fertig gemacht haben, dann wird es nicht mehr so teuer sein. Was kam hier rein? Nichts, was ich dabei habe. Was kam hier rein? Eisen habe ich auch. Gold habe ich ein bisschen dabei. Was kam da rein? Da kamen die Diamanten rein. Die habe ich jetzt natürlich weggenommen gehabt. Und Smaragde kam hier noch rein. Und Smaragde bleiben jetzt bei dem Dorfbewohnern. Das heißt, die kommen gar nicht mehr hier rein. Was ist das hier? Du bist Quarz. Eisen haben wir ja auch nicht mehr drin, weil das ganze Eisen ja verpulvert wurde. Ich kann aber mal zu einer Rücklage hier reinnehmen. Dann bleibt das nämlich jetzt hier. Dann haben wir noch Rücklage und den Rest können wir noch verballern. Wir haben ja noch etliche Äonen gesammelt. Die Warbase Blinkerbank sieht echt gut aus jetzt mit dem neuen Zeug. Das gefällt mir. Ach ja. Ja, soll ich dann nochmal wegen vorhin hingehen. Wegen dem Problem mit dem, dass ich nicht mehr reinkam, raus, dass ich mich gedreht habe. So, irgendwie, das, kennt ihr das, wenn ihr... euch, ich setze mich kurz anders hin, wenn ihr euch andere, wenn ihr euch irgendwas runterladen wollt, zum Beispiel, und ich muss, ja, da bin ich wieder, muss kurz lesen, wenn ihr euch irgendwas runterladen wollt, zum Beispiel, was haben wir denn da, ein Texture Pack oder so, und dann ladet ihr euch auf einmal total komische Programme mit runter, die ihr eigentlich gar nicht haben wollt, die dann so versteckt sind, dass ihr das gar nicht mitbekommt, und dann müsst ihr euch hinsetzen, das alles nochmal neu, runter, wegmachen und so, das ist vollkommen nervig. Birkensetzling. Warum müssen hier zwei Stapel Möhren? Kann ich mal mitnehmen. Bäume brauche ich jetzt nicht so viele. Eigentlich bin ich ja wegen Stein gekommen. Und zwar haben wir hier eine ganze Menge Stein. Dann nehmen wir mal den ganzen guten Stein hier mit. Und den Stein und steinigen Stein. Und Haken können wir eigentlich hier lassen. Runterzählten Haken, Papier und Bücher. Schneebälle, was ist das hier? Da liegt ein Knochen drin, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber da liegt da drin. Ich glaube eher weniger, dass es richtig ist. Was haben wir hier? Da ist Wolle drin. Eimer und gefüllte Eimer.
Werkzeuge, Rüstung. Ey, haben wir doch sogar noch eine eiserne Pferderüstung, alles klar. Okay. Aber eigentlich suche ich ja Haken. Ich suche den Haken an der Sache. Haha, lustig. Ich bin ja so witzig. Da ist auch nichts mehr. So viele Kisten. Haken, 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 Haken. Kann ich aber hier reinpacken eigentlich, ne? Das ist das Stein und Eisen gecraftet ist. Jo. Packen wir jetzt mal den Kompass hier rein und dann packen wir die Haken hier rein. So. Schere behalte ich auch, wenn ich die gerade wegpacken wollte. Das hat man gehört an dem. So. Nehmen wir noch zwei Stapel davon mit. Und weiter geht's. Flip, flip. Flip, flip, flip. Ich hole mal ganz kurz die letzten Level fürs Schwert. Na, natürlich darf ich nicht. So, Level. Achso, ich habe die Monster ausgeschalten, gell? Ja, weil ich mich aufgegangen hatte. Bams! Bams! Blüpp! Blüpp, blüpp, blüpp! So, da haben wir den nächsten gekillt. Die nächsten ersten. Oh, ich freue mich, wenn dieses Ding hier fertig ist, weil das hier unten wird ja so eine Art Kampfbattle-Arena. Kampfbattle-Arena ist auch geil. Na, komm her. Los, komm. Der nächste. Komm her. Ja, komm her. So. Noch ein Huhn. Was kannst du tun? So, der stirbt. Der stirbt. Der stirbt. Der stirbt. Der stirbt. Zombie! Let's. Boah, wir ziehen ja eine Schneise der Verwüstung einfach mal durch. Und bam! Der ist der Creeper. So, hier wieder Level einsammeln. Hm? Wow! Stopp! Alles klar! Tot ist. Lalalala. Spaß nicht! Mist! Ja, ist die Luft gejagt hier, das dumme Vieh. So ein dummer Creeper! Kann es ja nicht wissen. Er ist noch jung. Voller Elan. Und TNT. So wart ihr früher auch. Voller Elan und TNT. Glaubt mir. Boah, Alter. Wie viele Bögen hier auch runterfallen. Ich guck mal ganz kurz. Ich hau mal die Schilder weg. Ich will die Knochen haben. Ich will die Knochen haben. Gib mir die Knochen, gib mir die Knochen. Knochen, 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 Knochen. Wow, was das? Villager oder wie? Brains. So, Moment. Wir haben Level 26. Wir brauchen noch ein paar Level. Na komm, hier drauf. Bietet euch mir an. Los. Los. Flip. Flip. Verstehen wir nicht, warum eigentlich einige Viecher... mehr Schaden, also einige kriege ich mit einem Pfeil weg, andere nur mit zwei. Natürlich hat er mich, der hat mich im Sprung noch gekriegt, warum auch nicht. So, komm her, los. Schön ist er, kann mich gar nicht erreichen. So, dann nehme ich mir mal ganz kurz verrottetes Fleisch weg, so kommen flupp noch mal ganz kurz hoch und die ganzen Schwarzpulverzeug, Inksack-Zeug. Ist auch böse, weißt du, du tust die förmlich killen, also tust die killen, und dann reichst du den einfach den Tentakel vom Leib, ist irgendwie ein bisschen brutal, finde ich. Habe ich
hier Glück drauf? Ach, die Rückstoß. Komm, bevor wir Glück. Wo bist du denn? Ja, komm! Spring mir doch ins Schwert! Du willst es doch auch! Ja, du zum Beispiel. Guck mal hier aufs Schwert. Ich habe ein Schwert und das geht jeden auf die Rübe. Jeden auf die Rübe. Jeden nur auf die Rübe. Ich habe ein Schwert und das geht dir auf die Rübe. Lala. Rad oder Spinne? Bibi! Dusch! Bam! Fallschaden! Dann hol ich mir noch ganz kurz die hier. Flup, 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 flup. Ein paar Inksacks können wir immer gebrauchen. Wir haben ja nicht unbedingt so viele. So, jetzt gucken wir, was wir hier oben so haben noch. Noch irgendwas da ist an Viechern. Nee, sonst ist hier alles schön. Dann auf die da. Wo ist er denn? Hallo? Drauf. So. Die Enderperle lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Was soll ich dafür weg? Was soll ich dafür weg? Sag mir, was schmeiß ich dafür weg? Didim, didim, dada, didi, dadada, dada. Ich habe Level 28 und das wollte ich nur erreichen. So, dann kann ich ja die Enderperle gleich benutzen. Oh, was ist das? Lass mich den Himmel vorschlagen. Ein Rand des Waldes. Oh, den Rand des Waldes wurde mir getrieben. Ich habe noch ein paar XP-Fallen liegen lassen. So. Na dann. Das hier müssen wir auf jeden Fall noch fertigstellen. Das wird so geil, wenn das fertig ist. Oh, ich freue mich schon. Dann decken wir das ab, bauen da ein kleines Türmchen drauf und stecken dann das von da aus ab und machen da irgendwie eine Markierung oder so. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Da haben wir dann einen Kampfbereich, in dem wir kämpfen können. Kämpfen können. So eine Pyramide kannst du auch mal abbauen, mittragen und dann vielleicht zum Abbauen oder so. Das, wenn du abbauen willst, dann nimmst du einfach die Pyramide mit, baust irgendwo wieder auf und kannst dann in der Umgebung von der Pyramide wunderschön abbauen. Ich wollte hier rein. So. Brauche ich aber zwei Diamanten, die ich jetzt weggepackt habe, meiner Über. Durchschnittlichen Intelligentlichkeit. Intelligentlichkeit. Auch wunderschön. Auch geil ist ja, wir haben jetzt, ich hatte ja angekündigt, dass ich neues Internet bekomme und so, dass ich deswegen mehr Folgen oder längere Folgen geben wird. Ja, hast du gedacht, von wegen. Der Typ, der das Internet bei mir angeschlossen hat, da muss ich mich nochmal kontaktieren mit dem Typen, der hat nicht wirklich die Internetbuchse mit den Modems, die ja an meinen Rechner angeschlossen werden sollen, in die Stube gelegt. Ich war nicht da, meine Mutter war zu Hause, die kennt sich mit sowas ja nicht wirklich aus. Und der hat ja nicht wirklich diese Modembuchse. Das Problem an der Sache ist, beide Modems müssen miteinander über Kabel verbunden sein, also Modem und Router. Und mein PC steht hier in meinem Zimmer ungefähr 1, 2, 3, 4, 5 Zimmer, 5 Zimmer von der Stube entfernt. So, dann warum legt man dann den Hauptanschluss für das Modem in die Stube? Das ist totaler Schwachsinn. Also entweder kaufe ich mir jetzt ein riesen Verlängerungskabel, das durch 5 Zimmer durchgeht, was an sich total, das wollte ich gleich machen, was an sich totaler Bullshit ist, mal ganz blöde gesagt. Nein, nehme ich einfach 26 Stelle an. Oder aber, ich lasse den Typen antanzen, da macht mir das wieder richtig. Das muss man doch sehen, vor allen Dingen, hat er sich dann die PCs angeguckt hier, der hat sich den meiner Mutter und den von mir angeschaut. Der meiner Mutter ist von 2000, der von mir übelst, also ein ganz gutes Gerät, möchte ich sagen. Ich möchte nicht sagen, übelst die Hightech-Buchse, gibt es wesentlich besseres noch, aber ein ganz gutes Gerät. Ich kann dann immerhin damit ganz flüssig Let's Plays machen. Wie kommt man dann auf die Idee anzunehmen, dass der Computer meiner Mutter der Haupt-PC ist? Bei solchen Leuten, da frage ich mich echt, warum die ihren Beruf ausüben. Also, weiß ich. Okay, naja. Nicht aufregen, akzeptieren.
Auch geil, wie ich immer mit einem Pfeil losrennen kann und dann wieder komme mit 1000 anderen. So, okay, gut, dann war's das für diese Folge schon mal und wir sehen uns in der nächsten Folge, meine lieben Damen und Herren. Und da geht's dann an den Bau des Turmes, zu dem ich jetzt gerade hochwatsche. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das hier oben eigentlich machen, was ich damit vorstelle. Und wir machen, glaube ich, die Monstren so lange aus. Obwohl, nee, brauche ich nicht. Ich habe den Turm hochgezogen und gehe das ja. Na dann, bis nachher. Tschüss. Guck, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So geil, das kommt meine Weiche. Meine Weiche jetzt an. Von oben siehst du alles so. Das alles nur sehr nah aneinander liegt, aber durch den Ball so. Ist schon schön. Okay.